Leider sind nach wie vor die Mehrheit der verschleppten Menschen nicht befreit. Rund 130 Menschen sind nach wie vor in den Händen der Hamas oder anderer Gruppen, darunter weiterhin Kinder, darunter weiterhin deutsche Staatsangehörige, darunter weiterhin schwerkranke Menschen, darunter weiterhin Frauen. Wir wissen derzeit ja auch nicht, wie viele Geiseln noch am Leben sind. Deswegen ist auch das eine Frage der Zeit, dass wir dringend, dringend hier wieder dazu kommen müssen, dass wir Feuerpausen haben, wo nicht nur humanitäre Hilfe reingeht, sondern auch weitere Geiseln endlich nach Hause zurückkommen können.